Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Strange Days hier und wir spielen Mountain Blade Warband. Fuck yeah. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele, die ganze Mountain Blade Franchise, vor allem das Original, das erste Mountain Blade, habe ich sehr viel gespielt. So viel sogar, dass ich Warband, als ich es mir dann endlich gekauft habe, gar nicht so viel gespielt habe, weil ich irgendwie übersaturiert war mit Mountain Blade. Aber jetzt habe ich wieder Lust und dementsprechend wird es auch sowas wie ein zumindest semi-blindes Let's Play, weil ich kenne bei weitem nicht alles in diesem Spiel. Und ja, das heißt, einige Sachen werden wir zusammen rausfinden, was ja auch Spaß macht. Ich habe jetzt etwas länger nicht aufgenommen, das liegt daran, dass ich sehr mit meinem PC zu kämpfen hatte, um dieses Spiel aufzunehmen, insbesondere. Es war ein echter Kampf und hat irgendwie darin geendet, dass ich im Prinzip den ganzen PC weggeschossen und komplett neu aufgesetzt habe. Und jetzt ist alles gut. Sieht zumindest so aus momentan. Das dachte ich schon vorher bei 10 Aufnahmen versuchen, die sich dann als unnütz, unbrauchbar herausgestellt haben. Ich hoffe, das ist nicht wieder der Fall. Ja, also die Videos werden erstmal, ich muss mal sehen, wie das geht, aber auf jeden Fall nicht länger als 10 Minuten werden, weil das ist schon ein kleiner Unterschied, ob man Mountain Blade oder Dwarf Fortress aufnimmt. Wir sind jetzt zum Beispiel ungefähr, ja, fast 2 Minuten im Video und bereits beim halben Gigabyte. Ja. Gut. Fangen wir an. Wer das Spiel nicht kennt, hört euch einfach die Musik an. Ich meine, es schreit nach blutigen Klingen und bärtigen Männern. Es ist großartig. Ja, ich glaube, ein paar Sachen. Vieles erzähle ich so während des Spiels. Ich spiele die deutsche Übersetzung, obwohl die teilweise ein bisschen wirkt, als wäre die mit Google Translator gemacht oder so. Vielleicht ist das sogar teilweise, ich weiß es nicht. Viele Sachen sind dann auch irgendwie wieder nicht übersetzt und so. Es ist ganz komisch, aber ich dachte, yeah, wenn ich schon ein deutsches Let's Play mache, dann nehme ich auch mal die deutsche Übersetzung, wenn dann eine zur Verfügung steht. Und ja, ich werde nicht alles lesen, dafür haben wir nicht genug Zeit. Aber ich erkläre es ein bisschen. Das Erste, was kommt, ist halt, dass man sozusagen entscheidet, wie man zu dem Punkt gekommen ist, an dem man anfängt, dass man durch die Steppe reitet und so. Und damit ich mich nicht zu sehr blamiere, gehen wir einen Weg, der mir auf jeden Fall, also ich weiß nicht genau, was der Einfluss auf Skills und Attribute ist, aber wenn mein Vater ein Kriegsveteran hier war, dann kann man schon ein bisschen davon ausgehen, dass dass das natürlich positiv die Kampfattribute beeinflusst. Da fällt mir auch gerade ein, ich bin nicht sicher, ob ich meinen Mauscursor mit aufnehme, was gerade in dieser Folge bescheuert ist, aber ich will jetzt gerade echt nicht nochmal pausieren. Das werde ich dann im nächsten Video richten. Okay, also wir sind Sohn eines Veteranen. Und unsere frühen Jahre haben wir verbracht als Steppenkind. Das sollte uns ein bisschen was in Reiten geben. Unser späteres Leben an der Universität, um unsere Intelligenz zu steigern. Und jetzt, was ist unsere Motivation? Wieso reiten wir raus in die Welt? Oder was heißt die Welt? Caldaria heißt das Königreich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Rache, Verlust ans lieben Menschen, Wanderlust, Hinauswurf. Ich würde sagen, wir wollen Geld und Macht. Das hört sich doch sympathisch an. Okay. Und wir reiten unserer Bestimmung entgegen. Hier interessante Sache, wenn ich alleine spiele, spiele ich immer eigentlich realistisch keinen Abbruch und Speichern, weil das einfach das Spiel spannender macht. Das ist dasselbe Prinzip wie bei Dwarf Fortress und anderen Roguelikes und sowas. Das heißt, wenn man einen Kampf verliert und seine halbe Armee dabei verliert, dann Pech, ne? Aber jetzt, weil es ein Let's Play ist und ich nicht weiß, wie flüssig das alles gehen wird, werde ich mit Speicher machen, damit ich im Notfall irgendwelche Speicherstände neu laden kann und sowas. Unser Name erstmal. Das ist immer ganz wichtig. Wie wär's mit Lord Tattooed Pants?
einen meiner ersten Dwarf Fortress Charaktere. Ich glaube, das Video ist überhaupt nicht mehr auf meinem Kanal, aber egal. Ich mochte den Namen irgendwie immer. Okay, gucken wir mal. Wir machen einen in Stärke, einen in Wendigkeit. Ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen, dass es auf Deutsch ist und so. Charakter ist auch wichtig, weil wir Leute führen wollen. Okay. Sehen wir mal. Ein sehr wichtiges Prinzip bei der Attributauswahl und so, was man bedenken sollte, ist, dass es verschiedene Arten von Talenten gibt. Eisenschwarte zum Beispiel, also es bestimmt, wie viele Gesundheit man hat, ist eine persönliche Fähigkeit. Kann ich jetzt nicht beides gleichzeitig zeigen, steht da in Klammern drunter. Das heißt, wenn ich das ausbilde, bringt das ausschließlich mir was. Dann gibt es aber auch Sachen wie Plündern. Das ist eine Truppfähigkeit, das heißt, das können auch Leute lernen, die mich begleiten. Und das beeinflusst sozusagen ja, die Belohnungen, die das ganze Team bekommt. Und diese Sachen, so Truppfähigkeiten, das heißt auch Aufklärung, Erste Hilfe und Chirurgie und sowas, was sehr wichtige Sachen sind, die sollte man nicht unbedingt sich selbst geben, sondern seinen Leuten überlassen. Weil man dann sich selbst darauf konzentrieren kann, dass man halbwegs stark wird. Und, ja. Und vor allem auf das Einzige, wo man sich auch selbst sehr darauf konzentrieren muss, auf jeden Fall ist, wie heißt das hier? Taktik, Spuren, Ausbilder, genau. Nee, Quatsch, stimmt nicht. Anführerschaft, ja. 2 genügt für den Anfang, aber es bestimmt hinter, wie viele Leute man mit sich nehmen kann. Ich mache einen Bogenzugkraft, bestimmt halt, wie gut, was für gute Bögen man benutzen kann. Wie gut die Bögen sind, die man benutzen kann. So. Schild machen wir auf jeden Fall einen rein und Reiten machen wir auch direkt auf 2 hoch, weil ein gutes Pferd sehr, sehr wichtig ist. Ich mach mal. Nee, Spurensuche. Wegfindung. Ja, ich mach einen in Wegfindung. Sollte man eigentlich auch einem Begleiter überlassen, aber ich will einfach halbwegs schnell von Anfang an auf der Karte sein, zumindest, damit man nicht von irgendwelchen Gegnern überrannt wird. Und Inventarverwaltung. Ja, machen wir das. Inventarverwaltung muss man auch für sich selbst ausbilden. Das heißt halt, ja, wie viel Zeug man schleppen kann. Und ja. Ja. Gut, den Rest erkläre ich dann später. Und hier. Ja, das ist irgendwie selbsterklärend. Man sollte. Vielleicht aus anderen Rollenspielen ist man ja irgendwie gewohnt, oder ist es ein Rollenspiel? Ich weiß es nicht, aber meistens steckt man ja vor allem sehr viele Punkte in eine Sache oder sowas, um es zu spezialisieren. Aber hier gibt es so Turniere, und da kann man nicht bestimmen, mit welcher Waffe man antritt, deswegen sollte man zumindest ja ab und zu mal in anderen Sachen auch ein paar Punkte reinstecken. Okay. Alles klar. Und jetzt gucken wir noch, wie wir aussehen werden. Das machen wir zufällig. Kann man, wie ihr seht, fast übertrieben viele Sachen einstellen. Obwohl die Grafik ja dann gar nicht so viel hergibt. Egal, hier, das sieht doch, ich wollte Wikinger-mäßig aus, finde ich gut. Okay, und hier entscheiden wir jetzt, wir können uns eine Karawane überall hin anschließen oder ein Schiff nehmen, das bestimmt, wo auf der Karte man anfängt. Es ist bestimmt ein bisschen die erste Mission, die man bekommt, wenn ich mich recht entsinne. Doch, auf jeden Fall. In jedem Königreich, wo man anfängt, kriegt man eine andere Anfangsmission, die einem so ein bisschen ein Spiel einführt. Wir fangen in Praven an, im Swadischen Königreich, weil das schön zentral liegt und man überall auf der Karte von dahin relativ gut hinkommt. Okay, wir kommen in eine Taverne in Praven und laufen dann, ziehen durch die Straßen und hören, dass hinter uns eine Klinge gezogen wird. Okay. Na komm, könnt ihr den ersten Kampf sehen. Und da sind wir. Kann Third und First Person machen. Ich, wo ist mein Shit?
Ich bin fast immer in First Person. Das zieht einen einfach mehr ins Spiel rein. Oh Gott, ich muss meine Mausempfindlichkeit höher stellen. Bitch. Komm her! Bam. Oh fuck. Na, komm, nimm's runter. Trottel. Adam. Sind noch mehr hier? Sieht so aus. Nee, warte. Das sieht aus als wie ein guter. Ja. Geht's euch gut? Nun, ich denke, ihr seid auf jeden Fall am Leben. Ich bin nicht so sicher, ob das auch auf den anderen Knaben zutrifft. Das ist ein Dieb weniger von nächtlichen Straßen. Obwohl er weiß, der Himmel... Was? Weiß, der Himmel nicht der Letzte sein wird. Ach so, okay. Naja, vielleicht könnt ihr mir bei etwas behilflich sein. Reden wir drin. Hier draußen weiß man nie, wer zuhört. Okay, er bringt uns in sein Haus und redet mit uns. Cool. Okay, wunderbar. Hier beenden wir das erste Video. Wir haben unseren ersten Kampf gewonnen und ein netter Händler hat uns in sein Haus gelassen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder mit Mountain Blade Warband.